So. Jo, da sind wir. Ich glaube, ich sollte da eine andere Farbe fürs Dach machen, ne? Damit, ich meine, nicht, dass ich mein Haus nicht mehr finden würde bei der Tarnung, okay. Aber, Oha, oha. Claudi, mein Kind. Versteh mich nicht falsch, Liebling, aber du stehst manchmal auf der Leitung. Hä? Ist ja auch nicht schlimm. Aber lass dich nicht drängen. Überleg gut, was du tust. Langsam aber sicher. Mama. Schnäckchen, man nennt mich Schnäckchen. Tom Nook, Toilette, ja, schön für dich. Theo. Mein Äuglein brennen ein wenig. Ich glaube. Nee, ich habe genug getrunken. Obwohl, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Normalerweise hätte ich um die Uhrzeit schon so 1,5 Liter Intus und ich hab. Boah. Lass das mal. Ja, so 0,75 Liter könnte gewesen sein. Also erst die Hälfte. Es zieht aber auch im Moment nicht so. Also Sprudel ist mir zu rülps und Tee ist mir zu warm. Ich bin sowieso ein bisschen unleidlich. Also faul. Ich könnte mich eigentlich wieder ins Bett legen. Und das hat nicht mit meinem Vitamin D-Mangel zu tun. Das ist, also wahrscheinlich doch, ja, aber ich bin so ein bisschen. Aber ich habe jetzt was gegessen, jetzt habe ich ein bisschen runden Bauch und deswegen bin ich sowieso. Wenn man gegessen hat, ist man ja so. So, ich würde jetzt eigentlich gerne in die nächste Stadt fahren, um die Orangen loszuwerden für gut Geld. Nicht, dass ich es brauche, aber. Irgendjemand, ich glaube, Cube ist nach Asgard abgehauen, oder? War das. Das war nicht Midgard, ich glaube, das war Asgard, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. War das Midgard oder. Meiner ist mit Midgard gewesen, aber. Laber nicht mache. Mein Powernap gestern und vorgestern, welches ich vorhatte, ich habe extra den Wecker auf nur 30 Minuten gestellt, damit es auch wirklich nur ein Powernap wird. Und die haben ja nach meiner Erfahrung nach sehr gut getan. Das Problem ist, man sollte auch aufstehen, nachdem der Wecker geklingelt hat. Und dann, jo. Ich habe dann halt ein bisschen mehr gepennt. Zum Glück nicht den kompletten Tag verpennt. Also das wäre ungünstig geworden. 1,5 Stunden, das war schon genug. Und von alleine aufgewacht. Weil mein Schlafrhythmus ist zurzeit sowas von Hanebüchen. Ich wach um. Ich meine, wenn ich um 4 Uhr aufwache, kann ich es ja noch auf den Sonnenaufgang schieben, ne? Wenn ich den Laden nicht runter mache. Aber wenn er dann um 2 Uhr nachts wach wird und draußen ist dunkel, dann. Und als ich die Symptome von Vitamin D-Mangel gelesen habe, habe ich das irgendwie schon. Ich habe mehr geguckt, was man dagegen machen kann. Ich habe nicht unbedingt die Symptome gelesen. Da war auch Müdigkeit dabei. Und das habe ich so überflogen und dachte mir so, ja, nö, ist ja bei mir nicht. Und Depression, ja, nee, Quatsch. Habe ich auch nicht. Vielleicht habe ich das im Unterbewusstsein gelesen. Das war dann Placebo-Effekt auf jeden Fall. Die letzte Woche war ja schon ein bisschen schwierig für mich. Emotional und so. Ja, jetzt haben wir ja endlich die Blutwerte, weil letzte Woche war ja, also die Sonnenallergie hatte ich ja schon vor einem Monat, aber den Termin für die
für den Menschen-TÜV, der war ja erst letzte Woche. Und da jetzt noch Feiertag dazwischen war und lalala und Brückentag noch dabei. Und da habe ich die Ergebnisse erst gestern bekommen. Und da war ich dann doch ein bisschen schockiert geradezu, dass es tatsächlich Vitamin D-Mangel ist. Und nicht nur das, das Zeug, was ich jetzt einen ganzen Monat gefuttert habe, diese Nahrungsergänzungsmittel. Und ja, ich halte normalerweise nichts von Nahrungsergänzungsmitteln. Man sollte schon gucken, also man wäre gesünder zu gucken, dass sein Essen so ausgewogen ist, dass man den Quatsch nicht füttern muss, weil da verdient eh nur die Industrie, dachte ich. Das Problem ist, jetzt habe ich das einen Monat lang gefuttert und die Werte waren immer noch im Keller, also könnte ich fast schon meinem Gemecker das als Bestätigung geben, dass das Zeug echt nichts hilft. Gut, ich habe nur die Hälfte der Tagesdosis genommen, weil ich eben nicht überdosieren wollte. Aber dass das Zeug jetzt, also mein Vitamin D-Wert jetzt immer noch so dermaßen im Keller ist, dass ich tatsächlich jetzt ein Langzeitdepot-Medikament bekomme. Und zwar nicht nur die Standardvariante eine Tablette in der Woche, sondern tatsächlich gleich zwei und das 5 Wochen jetzt lang. Und den Rest soll ich halt so nehmen. Würde ich doch glatt weg vermuten, dass das gekaufte Zeug von mir echt ein Dreck wert ist. Andererseits, das da ist jetzt ein Privatrezept. Heißt, ich muss den Scheiß auch bezahlen. Ich frag mich jetzt allerdings, wie ist denn das mit der Krankenkasse? Würde die mir das bezahlen, wenn schon anfangen würden, meine Knochen durch Kalziummangel und den daraus resultierenden Kalziummangel durch den Vitamin D-Mangel, wenn die anfangen zu bröseln, würde dann die Krankenkasse das Ganze übernehmen? Muss es nur um einiges schlimmer sein? Weil ich habe so das blöde Gefühl, ja, das ist von der Ärztin verschrieben worden, aber ja, es ist ein Privatrezept und ja, ich habe es selber bezahlen müssen. Ist das dann sowas wie, ja, du bist selber schuld? Weil Vitamin D-Mangel kommt durch falsche Ernährung, zu wenig Sonne. Und warum zu wenig Sonne? Weil ich bin joggen gegangen. Ja, okay, im Winter halt, wenn es noch dunkel war. Zugegebenermaßen. Aber, und ich benutze normalerweise halt bis auf den einen Tag vor einem Monat, benutze ich immer 50er Sonnencreme und doch relativ viel, also fast schon exzessiv, wegen dem Hautkrebsrisiko bei uns in der Familie. Weil ich meine, wenn ich die Tabletten jetzt hier so ein paar Wochen lang nehme, dann ist der Level wieder gut, okay, aber ich meine, irgendwo muss das ja genau herkommen. Das wäre eigentlich ganz geil zu wissen, um das eben zu präventieren, dass es nicht nochmal passiert. Oh, ich freue mich so über dieses Diamant-Outfit, das du mir per Post geschickt hast. Ich freue mich total. Ich trage es beim Sport. Eiderdaus. Ich glaube, es ist atmungsaktives Material. Ja, das sind nur Löcher. Das ist nicht atmungsaktiv. Das ist jetzt mein neues Lieblingsoutfit, Claudi. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Egal, du bist ja sicher anders, oder? Also, wo geht's? Böschen so. Ah, was für ein wunderschöner Morgen, Eiderdaus. Claudi, lass uns angeln gehen oder Insekten fangen oder sowas. Wir brauchen Bewegung. Sehr gern. Ja, das ist die richtige Einstellung. Ist aber nicht so, dass ich gutes Wetter brauche, um das zu tun, was ich liebe. Nichts kann mich aufhalten. Ich sollte vielleicht tatsächlich mir so, zumindest morgens, wenn die Sonne noch nicht so knallt, sollte ich mir so halb gestrippt durch den Wald latschen. Nee, mit halb gestrippt meine ich halt auch kurze Ärmel. Andererseits, ich meine, wenn ich Sonnencreme dick auftrage, dann kommt ja das mit dem Sonnenlicht und der Vitamin D-Produktion kommt ja gar nicht so richtig in Gang. Also, was tun? Ne? So. Ne? Aber jetzt machen wir es erstmal so, dass ich versuche mit den Tabletten, mit den Kapseln, dass wir das erstmal auf ein richtiges Niveau kriegen und ab dann kann ich mir immer noch Stress machen.
ich war ja doch stur im letzten Monat, ne? Ich habe ja doch versucht, dann erst recht mit dem Fahrrad mich mal ein bisschen durch die Gegend zu bewegen, weil ich, wenn mir Sonne schlichtweg gefehlt hat. Der Gedanke, man soll Sonne meiden, hat mich dazu bewogen, die Sonne aufzusuchen. Und man soll ja eher statt Sonnencreme, soll man bei dieser Sonnenallergie soll man eher Milch verwenden. Das Problem ist nur, das Zeug, das fließt geradezu weg, wenn ich schwitze. Gestern war es zum Beispiel so, dass da habe ich eine Nase gehabt, es hat ausgesehen, als würde mir tatsächlich Milch aus von der Nase laufen. Also es ist richtig unangenehm. Richtig eklig. Da stand ich da im Supermarkt und habe mir ständig mit dem Ärmel habe ich mir die Nase gerieben, als würdest du den Schnodder vom Gesicht reiben. Voll eklig. Dann noch mein Anglerhütchen, meine dicke Sonnenbrille. Ich sehe aus wie so ein Mafiosi auf Urlaub. So möchte gern Mafiosi. So. Auch wenn kein Mensch das freiwillig sein möchte. Weil, ne? Kriminelle Vereinigung. Hm? Verstehst du? Ja. Diese Stadt ist so dermaßen bescheiden geschnitten, ey. Ist so bescheuert geschnitten. Wie gesagt, ich bin müde. Und wenn ich gähne, kommen mir die Tränen. Die Tränendrüsen sind total überanstrengend. Obwohl ich noch nicht mal heule in letzter Zeit. Also so viel zu Depressionen. Ich dachte mir ja, oh, ich könnte mir so irgend so einen Film reinziehen, wo ich so richtig anfange zu heulen wie ein Schlosshund. Das würde mir vielleicht ein bisschen gut tun. Habe ich total vergessen von oder Müdigkeit. Ich hab einfach lieber gepennt, statt mir einen Film reinzuziehen, der mich zum Flennen bringt. Aber ich war eh, wie gesagt, so ein bisschen... Ja, wir gucken uns einen Film an, das bringt dich zum Flennen, das hast du verdient. War sowieso ein bisschen komisch drauf. Ich möchte schon wieder zum 35 Mal. Aber das ist nicht von wegen, ach, dieses Spiel ist so entspannt, sondern eher, ich bin so fertig. Ich bin so kaputt. Habe ich dann letzten Freitag nochmal vorsichtshalber nachgefragt, ob der eine überhaupt streamt, weil ich nicht extra aufbleiben wollte und dann heißt es ja nee, ich habe doch keine Zeit und dann hätte ich vorher ins Bett gehen können. Ich glaube, dann hätte ich mich tatsächlich geärgert. Wie gesagt, ich bin kein Nachtmensch, sagen wir mal so. Ich bin nur nicht mal ein Abendmensch. Ich bin auf keinen Fall eine Nachteule. Obwohl, wenn ich um 1-2 Uhr wach werde und bin dann hellwach und bin hier am Rumkruscheln, also das könnte man auch als Nachteule bezeichnen, aber ich möchte keine Nachteule sein. Ich möchte die lieber ins Bett liegen, ja. Weil wenn ich nicht schlafe, kriege ich Hunger. Und als Übergewichtiger ist das jetzt auch nicht so geil. Übergewichtiger? Ich bin eine und keine R. Ich habe jetzt drei, also ich sage ja immer von wegen, ich spiele höchstens drei Spiele gleichzeitig, damit mich das nicht überfordert, beziehungsweise Zeitmangel. Aber ich habe drei verschiedene Stardew Valley Accounts, also, ne? Dann das hier. Und dann, wie ich es gerade so hinkriege, könnte man eigentlich Grounded, weil das spiele ich nur einmal mit anderen Leuten in der Woche höchstens. Genauso wie ich Raft nur einmal in der Woche spiele, statt öfters, so wie im Stardew Valley. Oder dieses Spiel. Plus dann noch I Was a Teenage Exocolonist.
das Spiel habe ich zum Glück immer noch am Wickel und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich finde das so faszinierend. Aber es ist zum Glück auch so anstrengend, dass ich es nicht jeden Tag oder ständig spielen kann, obwohl ich es wirklich, es kommt mir in der Woche ab und zu in den Gedanken, wo ich mir denke, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber es ist nicht so von mir, ich muss ganz dringend spielen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Nee, das ist sehr, sehr, sehr entspannt und angenehm und vor Freude. Das macht richtig Laune, die ganze Woche über, ob ich spiele oder nicht spiele. Es macht einfach Laune, sich darüber Gedanken zu machen, über das Game. Ja, schwer begeistert. Ich bin wirklich schwer begeistert. Das ist ein richtiger Glücksgriff, was ich da getätigt habe bei dem Kauf. Wie gesagt, 3 verschiedene Accounts bei Stardew Valley. Obwohl, also mit einem bin ich so im Jahr 7. Mit dem anderen bin ich, weiß ich nicht, im Jahr 4 oder so im Moment schon. Oder 3? Nee, ich glaube 4 ist es. Da bin ich doch relativ weit schon, weil ich nachgezogen habe. Und auf dem Computer, also die anderen beiden habe ich auf der Switch und auf dem Computer bin ich so bei... Boah. Da kommt es mir unfassbar zäh vor auf dem Computer. Ich weiß nicht, also die Handheld-Version durch die Switch ist einfach großartig. Wie man Bock hat, kann man das spielen, wo immer man möchte. Vom Fernseher kann ich es auch spielen, wenn irgendwas läuft, was nicht meine volle Aufmerksamkeit benötigt. Ich habe sogar letztens überlegt, weil mein Fernseher so langsam anfängt zu spacken. Das Ding ist auch erst, ja, ich weiß gar nicht, er ist 15 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so anfängt, so zu macken. Nee, ich glaube, der ist sogar 20. Nee. Oh Gott, der ist sogar 23 Jahre alt. Der ist so von 2000. Genau, genau. Ich dachte noch, ich könnte ja eigentlich den anderen Fernseher, den Flachbildschirm, den ich geschenkt bekommen habe, der hinter der Couch steht, weil, ja, was nicht kaputt ist, wird nicht ausgetauscht, was schwachsinnig ist, weil der Fernseher wäre qualitativ einiges besser von der Auflösung her, aber ich weiß nicht, wohin mit dem Riesentrum. Vor allen Dingen, wo stelle ich dann meinen Router hin? Weil den kann man jetzt im Augenblick noch so wunderbar auf diesen Fernseher draufstellen, weil der ist ja tiefer als hoch und breit. Ne, gut, er ist ein bisschen breiter als tief, aber definitiv tiefer als hoch. Und der Bildschirm sowieso, weil da ist so viel Plastik drumherum, das knarzt dann ab und zu, wenn er warm wird, ne? Meine Oma hat dann immer gefragt, oh, was war das für ein Geräusch? Und Oma, das war der Fernseher. Wieso? Ich dachte, ja, Plastik halt. Da ist so viel Plastik drumherum. Ja. Aber so langsam, es könnte aber auch an dem Router liegen. Das ist schon der zweite Router, den ich habe. Und der ist im Grunde genommen auch nur aus der Wühlküste gegriffen bei uns in der Garage, als mein Vater nach der Scheidung halt seinen ganzen Krampel mitgebracht hat. Da war auch ein Router dabei. Ich war einfach zu faul, einen zu kaufen. Beziehungsweise ich hatte keine Ahnung, was ich überhaupt kaufen muss. Der muss ja digital, glaube ich, sein. Und mittlerweile hat ja kaum noch jemand Satellitenschüssel. Die Leute haben ja entweder Netflix, Kabel und lalala, ne? Also Kabel oder Internet. Kaum jemand hat noch eine Schüssel auf dem Dach. Also zumindest sehe ich das nicht so wirklich, wenn ich spazieren gehe. Also, was ich nicht verstehen kann, ehrlich gesagt. Andererseits wiederum kann ich es verstehen, weil ich habe jetzt auch so viele Programme wieder verloren, weil... Ja, wir werden jetzt ab nächsten Tralala nur noch via Kabel gesendet. Super. Ich bin halt geizig, ne? Satellit kostet nix. Warum soll ich mir Kabel kaufen? Auch eigentlich, ich weiß gar nicht, als ich hierher kam, bei meinen Großeltern zu leben, hat mein Opa zwar da mal so nachgehakt, wie ist das mit Kabel, aber da hieß es dann, ja, wir haben so viele Aufträge
in den neuen Bundesländern. Wir kommen da nicht hinterher. Und deswegen hat mein Opa es gelassen. Mein Vater hat sozusagen erst später, nachdem mein Opa gestorben war, hat der eine Satellitenschüssel uns gekauft, weil er gefragt hat, ja, was willst du zum Geburtstag? Und ich weiß nicht. Ist ja unhöflich, was zu sagen, wenn du nicht weißt, wie viel derjenige ausgeben möchte. Das wäre ja ein bisschen unangenehm, wenn du da, ne? Ja, hallo, wisch will ich. Und er sagt dann, nein. Das hatte ich mir irgendwie schon als Kind abgewöhnt, zu sagen, was ich, achso, Quatsch, das ist ja gar kein, was ich gerne zum Geburtstag hätte, weil es wäre eh eine Enttäuschung gewesen, weil meine Relation so absolut hanebüchen und unrealistisch war, ne? Also, egal, was ich gesagt habe, ich habe da meistens gesagt bekommen, ja, hast du noch alle? Und deswegen hatte ich mir das irgendwann dann einfach abgewöhnt. Und wenn jemand fragte, weiß nicht. Habe ich mich ganz einfach nicht mehr getraut, was zu sagen. So, Leute, ich habe auch keinen Bock, mit euch zu reden, ehrlich gesagt. Ich bin da heute so... Ich glaube, ich gehe jetzt gleich wieder pennen. Ich bin so kaputt. Beziehungsweise, ich muss sowieso mal aufhören, Spiel zu spielen, weil meine Augen brennen. Und ich muss wohin und, ne, Lulu machen und so. Warte mal, ich mach die drei noch fertig und dann kann ich noch ganz kurz ein bisschen was labern. Und wir haben ja sowieso nur die Sappel-Schlittenschüssel, weil Star Trek von Sat.1 gekauft wurde, von ZDF nach Sat.1 verkauft wurde. Und als dann Sat.1 nicht mehr über Satellit... nur noch über Satellit empfangbar war, nicht mehr über Funk. Nee, Funk? Funkantenne, doch. Und da hab selbst ich gesagt, na ja, es muss was passieren. Mein Cousin hat sich dann auch noch immer mich lustig gemacht. Ja, nur wegen Star Trek. Ja, so ist es. Und nicht anders.